In Stuttgart kühles Aprilwetter und Dortmund von Anfang an darauf bedacht, ein frühes Gegentor zu vermeiden. Jetzt Klinsmann. Und dann die erste Möglichkeit für Allgöwer. Allgöwer, der unbedingt sein 20. Bundesliga-Tor schießen wollte. Die Aufgaben beim VfB waren klar verteilt. Karl-Heinz Förster bewachte Dortmunds Torjäger Wegmann und Buchwald kümmerte sich um Raducanu. Buchwald hier am Ball. Dann wieder Hartmann. Und erneut Allgöwer an den Posten. Und Pasic im letzten Moment von Kutowski behindert. Gute Möglichkeiten in dieser Anfangsphase für den VfB. Hier nochmals der Schuss von Allgöwer an den Pfosten. Und dann startet Pasic, aber wird von Kutowski behindert. Der VfB eindeutig überlegen und nur selten Möglichkeiten für die Dortmunder. Raducanu enttäuschte, Lose hier am Ball und dann Wegmann. Wegmann, der aber heute nicht die 1,6 Millionen Mark wert war, die Schalke für ihn investieren wird. Weiter der VfB durch den beweglichen Jürgen Klinsmann. Und dann beinahe ein Eigentor durch Kutowski. Dortmunds Trainer Tschernay im Neckarstadion sicherlich nicht sonderlich glücklich. Und jetzt die Führung der Stuttgarter durch Jürgen Klinsmann in der 29. Minute nach diesem Eckball von Nusseur. Hier ist die Zeitlupe, der Eckball von Nusseur. Und dann springt Klinsmann am höchsten und bezwingt Eike Immel. Das 14. Bundesliga-Tor von Jürgen Klinsmann. Der VfB viel energischer, schneller und auch technisch besser. Am Ball Sigurd Winsson. Er nähert sich wieder der Form des Meisterjahres. Dann Guido Buchwald. Klinsmann und viele Turbulenzen im Dortmunder Strafraum. Energischer in jeder Situation der VfB. Hier durch Karl Allgöwer, Pasic. Klinsmann ist wieder da und das ist das 2:0. In der 35. Minute. Jürgen Klinsmann mit seinen Torjägerqualitäten. Er setzt sich hier durch, hat auch ein wenig Glück. Ja, das ist das Fortun des Torjägers. Jürgen Klinsmann und sein 15. Bundesliga-Treffer. Das war auch der Halbzeitstand 2:0 vor 16.000 Zuschauern im Neckarstadion. Und dann diese Lässigkeit in der Dortmunder Abwehr. Libero Pagelsdorf schlägt über den Ball. Und diese Chance lässt sich Sigurd Winsson natürlich nicht entgehen. Sigurd Winsson unter Baric ein Mitläufer. Jetzt ist er wieder der Denker und Lenker der Mannschaft geworden. Hier dieser sträfliche Fehler von Pagelsdorf und das 3:0 in der 46. Minute durch Sigurd Winsson. Der VfB immer stärker, immer besser und Dortmund resignierte nach diesem schnellen 3:0. Schnelle Kombinationen der Stuttgarter, Buchwald und der Ball zur Ecke. Der Eckball erneut getreten durch Nusseur. Klinsmann ist da und dann nimmt Karl-Heinz Förster Maß und trifft zum 4:0. In der 48. Minute. Karl-Heinz Förster mit einem sehenswerten Tor.
nach dem Kopfball von Klinsmann ein Volleyschuss, unhaltbar für Eike Immel. 4:0 und die Möglichkeit für den VfB, weitere Tore zu erzielen. Wieder durch Karl-Heinz Förster. Das wäre beinahe sein zweiter Treffer in diesem Spiel gewesen. Karl-Heinz Förster in überragender Form. Er neutralisierte Wegmann und zwar auch vorne brandgefährlich. Kaum einmal eine Chance für die Dortmunder und dann wurden sie kläglich vergeben, wie hier durch Bitscher. Und immer wieder der VfB, der allerdings hier durch Karl-Heinz Förster ein schweres Foul begeht. Und dafür sieht Karl-Heinz Förster die 7. gelbe Karte. Im nächsten Auswärtsspiel in Leverkusen ist der VfB-Kapitän also nicht dabei. Zu Recht, wie ich meine, nach diesem Foul an Kudowski. VfB-Inter-Innstrainer Willi Entenmann wollte weitere Tore sehen. Er forderte seine Mannschaft auf, diese Chance zu nutzen und beinahe hier ein weiterer Treffer durch Guido Buchwald. Der VfB in allen Belangen überlegen, mit der richtigen Portion Selbstvertrauen und der Überzeugung, den UEFA-Cup-Platz aus eigener Kraft schaffen zu können. Hier wieder Allgöber. Der VfB eine geschlossene Einheit. Immer wieder nach vorne drängend. Am Ende aber blieb es bei diesem hochverdienten 4:0-Sieg. Unter Willi Entenmann hat man jetzt 15:1 Punkte geholt. Damit zurück zu Heribert Fassbender.